Hallo, ich bin Caroline. Ich arbeite im Botanischen Garten als Gartenarbeiterin. Den heutigen Tag, den wollen wir nutzen, um allen, die heute hier streiken, ob es die Erzieher sind oder die Lehrer sind oder sonst irgendjemand, wir wollen sie alle unterstützen. Wir haben bei unserem Tarifstreit so viel Unterstützung bekommen. Das war einfach nur toll und für uns ist der Tarifstreit noch gar nicht zu Ende. Wir unterstützen alle, die heute hier sind. Das ist ein ganz tolles Gefühl, ein Gefühl der Gemeinschaft. Und ich finde es einfach nur herrlich, hier zu sein. Ja, hallo. Also, ich bin vom Jugendamt RSD und wir streiken dafür, dass wir bessere Arbeitsbedingungen bekommen, mehr Geld. In Brandenburg verdienen die Leute einfach 400 Euro mehr Geld. Die wandern natürlich ab, wir sind unterbesetzt, wir möchten den Kinderschutz viel besser gewährleisten, wir möchten die Bedarfe viel besser erkennen von den Klienten, den Kindern. Und deswegen sind wir heute hier, um für bessere Bedingungen zu streiken und für mehr Mitarbeiter im RSD. Ich selber bin Lehrerin an einem Gymnasium. Heute findet ein Bahnstreik in Berlin statt, der die Mitglieder der Gewerkschaften, aber auch alle Angestellten aufgerufen hat, auf die Straße zu gehen. Wir sind von der GEW-Ortsgruppe Marzahn-Hellersdorf, vereint hier unter dem Banner der für Lehrerinnen, Erzieherinnen an den Grundschulen, an den Kita-Eigenbetrieben. Zu dem TVL gehören natürlich auch Mitglieder und die Gewerkschaft der Polizei, der Feuerwehr und unter anderem natürlich wir, der Sozial- und Erziehungsdienst, der hier, glaube ich, auch die Masse der Mitglieder auf die Straße stellt. Ich bin Erzieherin an der Grundschule am Kreuzplatz und wir sind heute hier, um dafür zu streiken, dass wir im Land Berlin genauso bezahlt werden wie unsere Kolleginnen und Kollegen in Brandenburg. Der Teil, der jetzt hier steht, das sind die Erzieher. Im Zug unterwegs sind noch unsere Lehrer. Das heißt also, bei uns ist heute komplett die Schule. Es findet kein Unterricht statt für jüdische Notbetreuung. Ja, wir sind von Bildet Berlin, Initiative für Schulqualität. Wir setzen uns in Berlin für gute und bessere Bildung ein. Und heute sind wir auf der Straße, damit Lehrerinnen und Lehrer und auch Erzieherinnen und Erzieher besser bezahlt werden. Ja, wie mein Eindruck ist. Na, ich finde es toll, dass wir hier so viele Leute sind und wünsche mir, diese Mobilisierungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Ich glaube, um substanzielle Verbesserungen zu erreichen, müssen wir auf betrieblicher Ebene mobilisieren. Ich bin ja von der Betriebsgruppe der Freien Universität. Es gibt da ganz viel zu tun und packen wir es an. Ich bin heute hier, um eben die Digitalisierung der Lehre unter anderem zu protestieren. Die betrifft uns auch als Studierende. Außerdem bin ich hier als Besetzer des Instituts für Sozialwissenschaften an der HU. Genauso wie hier auch beim Tarifkampf geht es auch um einen Kampf gegen die Regierung, wie diese Kürzungen durchführt und die kritische Lehre unterbinden will. Und deswegen sind wir hier, um heute diese Kämpfe zu verbinden und ein Zeichen zu setzen.